Hallo und herzlich willkommen bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert und heute geht es um die Plattform Klimaneutrales Stromsystem, die PKNS, wie ihr vielleicht schon mal gehört habt, ist eine Plattform, die beim Bundeswirtschaftsministerium, also im Klimaschutzministerium angeordnet ist und sich darum kümmert, eine Weiterentwicklung, könnte man sagen, für unseren Strommarkt zu organisieren, voranzutreiben, Ideen zu sammeln und dann eben schlussendlich dem Gesetzgeber auch vorlegen zu können. Dabei vor allem auch europäische Entwicklung mit einzuberechnen und natürlich auch Klimaschutzziele, die wir sowohl international als auch in Deutschland und zum Beispiel geben. Dabei ist es durchaus auch eine interessante Möglichkeit, wenn man sich mit Energiewende-Themen beschäftigen will, hier einfach mal reinzuschauen, weil nicht nur, dass es da diese Plattform gibt mit gewissen Teilnehmern, das sind natürlich Marktvertreter, Branchenvertreter, Interessensvertreter, die hier geladen sind, Experten. Hier sind vor allem auch jede Menge Dokumente, auf die wir natürlich auch zugreifen können, weil es sich ja um eine Plattform handelt, die beim Wirtschaftsministerium angeordnet ist und dementsprechend von Steuergeld bezahlt ist. Also können wir auch hier auf die Ergebnisse zugreifen und auf die Diskussionsdokumente. Wer erstmal ein bisschen reinschaut, sieht schon, dass es um Themen geht wie Finanzierung von erneuerbaren Energien, dauerhaft sichergestellt, um eben auch Ausbauziele zu erreichen. Also entweder geht es ja dann darum, eine klare Subventionsstrategie zu finden oder die so marktlich zu integrieren, dass sie eben sich selbst gut halten können und auch der Ausbau entsprechend angetriggert wird. Flexibilitäten, steuerbare Verbraucher, Lastmanagement und so weiter und so weiter. Gerade auch die Smart Metering-Themen, alles sehr relevant. Ihr seht dann verschiedene Infos zu Zusammensetzung und Struktur und ihr seht dann hier zum Beispiel in diesem Showbild auch schon, es gibt verschiedene Arbeitsgruppen wie Erneuerbare, vielleicht auch die Finanzierung der Erneuerbaren, Flexibilität, steuerbare Kapazitäten, lokale Signale, also verschiedene Themen, die hier besprochen werden. Ihr könnt hier euch, ich sag mal, im Prosa-Text durchlesen, wie das alles so gemeint ist, gedacht ist, schön und gut. Und unten nochmal der Verweis auf ein europäisches Positionspapier von den verschiedenen zentraleuropäischen Ländern, die eben sagen, wir wollen hier gemeinsam den Strommarkt weiterentwickeln. Das ist allerdings noch vom Februar dieses Jahres, also schon wieder ein bisschen her. Wenn ihr jetzt weiter reingehen wollt, findet ihr hier so ein bisschen unauffällig, wie ich finde, den Klick auf Downloads, Dokumente und Unterlagen der Sitzungen. Und da wird es dann interessant. Wenn man da drauf geht, findet ihr hier nämlich historisch eine ganze Menge an Präsentationen und Zusammenführungen und Berichten über die Arbeit dieser Plattform. Und das ist durchaus spannend. Ihr seht auch hier, das Ganze ist in diesem Jahr jetzt soweit vorangeschritten. Im Februar die Auftaktsitzung. Wer also erstmal grundsätzlich verstehen will, wie läuft das alles, kann hier in die Vorstellung der PKNS gehen. Und auch hier sowas wie eine Präsentation Sicherung der Finanzierung von Erneuerbaren. Klingt erstmal grundsätzlich sehr interessant. Wenn man da reinschaut, dann sind das hier so erste Präsentationen, wie man auch sieht. Vorstellungen, Impulsvorträge und dann so erste weitere Geschichten und die Arbeitsgruppen werden sich dann zusammenfinden, bla bla bla. Sitzungen werden geplant, okay, alles schön und gut. Strommarktdesign für Erneuerbare, und da seht ihr schon, auf 14 Folien von einem der hier zentralen Teilnehmer wird so ein bisschen zusammengefasst, wie das alles aussieht und wie sich das weiterentwickeln könnte. Spätestens hier wird es dann für den interessierten Energiewende-Fan oder der sich hier Gedanken machen muss, der vielleicht auch selbst was ausarbeiten muss, interessanter. Und wenn ihr dann weiter runter geht, seht ihr eben, Sitzung der Arbeitsgruppen. Sitzung, Finanzierung der erneuerbaren Energien. Das seht ihr auch hier, vom April über den Mai, über den Juni. Die haben sich hier regelmäßig getroffen, vor der Sommerpause, könnte man mal so sagen. Zum Beispiel, dritte AG-Sitzung, Vor- und Nachteile von CFDs. Wer sich jetzt eben zum Beispiel mit diesen Contracts for Difference beschäftigen muss, der findet hier auf jeden Fall Hintergrundinformationen. In diesem Fall muss man da nochmal klicken und dann habt ihr hier eine tabellarische Gegenüberstellung, wie verschiedene Formen von CFDs eben einzuordnen sind. Also das ist für jemanden, der das jetzt weiter ausarbeiten muss, natürlich Gold wert, hier entsprechende Vorlagen zu finden. Und nach diesen diversen Sitzungsdokumenten findet ihr dann auch nochmal Plenumssitzungen, zum Beispiel hier vom Mai-Präsentation und dann nochmal vom Juli eine Präsentation. Und da habt ihr dann auf so 40, 45 Folien nochmal so eine aktuelle Zusammenstellung. Wo stehen wir hier gerade? Was sind die Weiterentwicklungen, die sich aus diesen Arbeitsgruppen ergeben haben? Auch da, also wenn ihr
wenn ihr jetzt so in den aktuellen Stand reingehen wollt, fangt vielleicht mit diesen vorangeschrittenen Plenumspräsentationen an, weil hier auch so die aktuellen Arbeitsstände und die Themen, die da diskutiert werden, zusammengefasst sind. Finde ich relativ spannend. Auch sowas wie hier Bewertungskriterien. Das kann man sich ja abschauen, wenn man selbst irgendwelche KPIs aufstellen soll für die Innovationsstrategie des eigenen Stadtwerks oder Energieunternehmens. Also ich finde sowas immer richtig spannend, auch für die eigenen Projekte, die man dann weiter angehen will. So. Also hier jede Menge Content, der irgendwie spannend angeschaut werden kann. Auch hier nochmal vom Juli wieder 44 Folien. Also das ist nicht schlecht. Diese Plattform hat dann ja auch nochmal einen Bericht. Ganz unten natürlich. Vom August. Ich überlege gerade, ob ich das nicht sogar auch schon mal gezeigt hatte. Das Ganze ist bei der DENA angeordnet, der Deutsche Energieagentur. Ich glaube, darüber habe ich hier auch schon mal auf dem Kanal gesprochen. Ihr seht ja hier auch dann den aktuellen Stand jeweils, der dargestellt wird. Ihr findet hier auch nochmal eine Zusammenfassung auf letzter Seite. Und damit könnt ihr euch auf jeden Fall ein Bild davon machen, was auf dieser Plattform des klimaneutralen Stromsystems diskutiert wird. Warum ist das auf jeden Fall interessant und auch wichtig? Strommarktdesign ist ja ein Thema, was nun vor 10 Jahren hart diskutiert wurde. Damals gab es vor allem den Streit zwischen dem Energy-Only-Markt und dem Kapazitätsmarkt. Energy-Only-Markt ist das, was wir jetzt haben, dass wir, ich sag mal, Energiemengen handeln. Kapazitätsmarkt würde bedeuten, dass man praktisch nochmal Kraftwerkskapazitäten handelt. Ne? Also, dass man sagt, als Kraftwerksbetreiber, ich stelle jetzt einfach hier eine potenzielle Erzeugungsleistung potenziell zur Verfügung. Damit ist noch nicht unbedingt die Produktion selbst gemeint, weil man die natürlich auch verschieden nicht zusammenstellen kann, sondern hier geht es dann mehr so um auch das energietechnische zur Verfügung stellen der Einspeiseleistung zu einem bestimmten Zeitraum zum Beispiel. Und deswegen Kraftwerkskapazität, ne, Kapazitätsmarkt. Das wurde damals abgelehnt, gerade auch aus Deutschland. Und jetzt aktuell spricht man aber gewissermaßen mit den diversen Reserven, die man so zur Verfügung stellt, aus den Winterkrisen heraus, spricht man davon, dass eigentlich so durch eine Backdoor sowas wie ein Kapazitätsmarkt, das auch aufgebaut wird oder zumindest gewünscht wird in der aktuellen Diskussion. Und irgendwie hat man sich ja aber vor ein paar Jahren dagegen entschieden, auch wenn das eine andere Regierungszusammensetzung war. Es gibt auf jeden Fall aus europäischer Seite aktuell so gewisse Kritik an der Unklarheit der deutschen Ausrichtung, was Strommarktdesign angeht. Diese Plattform ist nun der zentrale Ort, wo das schlussendlich, wo die Meinungen gebildet werden, wo auch viele Wissensträger zusammenkommen. Deswegen für euch vielleicht interessant, diese Dokumente sich anzuschauen. Und für uns halt interessant, ein Gefühl dafür zu kriegen, wie sich das jetzt nun weiterentwickeln wird. Weil das, je nachdem, wie die Ausrichtung dann aussieht, natürlich die gesamte Zusammensetzung oder Struktur oder Logik, ne, Modelllogik hinter dem Energiehandel vielleicht auch gewissermaßen ändern könnte. Oder zumindest das, was an Börsen und den anderen Handelsplätzen und direkten Handelsmöglichkeiten geändert wird. Jetzt aktuell sieht es ja dann raus, dass PPA zum Beispiel so ein Hauptthema sind, um Erneuerbare sinnvoll außerhalb von Subventionen marktlich zu positionieren. Dann gab es ja lange Diskussionen, wie Contracts for Differences aussehen könnten und vielleicht eine absolute Pflicht wäre. Davon wäre ein Effekt. Und jetzt so genau darauf einzugehen, dass relativ viel Geld, was potenziell eigentlich bei einem Betreiber landen könnte, dann wieder in die Staatskasse fließen würde. Was also gewissermaßen eine Deckelung für den Ertrag von erneuerbaren Energienanlagen auch bedeutet hätte, aber gleichzeitig eine Deckelung von Kostenstrukturen. Die würden also immer schon rentabel laufen, aber sie würden niemanden mehr reich machen. Na, so mal ganz grob gesagt, ich werde mal in einem anderen Video sehr genau auf Contracts for Differences eingehen, vor allem wie die jetzt aktuell ausdiskutiert werden auf europäischer Ebene und auch in Deutschland. Jetzt ist es nicht so, dass es eine Pflicht werden wird. Es gibt aber für verschiedene Anlagenbetreiber die Chance, über Contracts for Differences sich zu positionieren. Und das könnte gerade auch für Nicht-Erneuerbare, sowas wie Kernkraftwerke, könnte das sehr, sehr spannend werden, um die rentabel laufen zu lassen. Und jedenfalls ist das gerade so ein ganz entscheidender Wendepunkt, wie die Wirtschaftlichkeit von Anlagen, nicht nur erneuerbaren, sondern grundsätzlichen Kraftwerksanlagen, sich über die nächsten Jahre
ausgestalten lässt, wie man die am Markt positionieren kann, ob es auf eine starke Subventionierung hinausläuft oder einen sehr, sehr starken Marktanteil, der sich ganz unterschiedlich auch bilden lassen kann. Aber ja, da sind wir noch nicht vorangeschritten. Also aktuell läuft diese Diskussion. Es gibt da in der Fachpresse auch viel Bewegung. Und ich glaube, dass diese Plattform Klimaneutrales Stromsystem für euch auch eine gute Quelle sein kann, um sich da einen aktuellen Stand, einen halbwegs aktuellen Stand zumindest zu holen, mit halt wirklich hunderten Seiten an Dokumenten, auf die ihr hier kostenfrei zugreifen könnt. Ist ja schließlich auch von Steuergeldern bezahlt, also können wir auch damit arbeiten. Okay. Habt ihr Meinungen zum Strommarktdesign, zum Energy-Only-Markt versus Kapazitätsmarkt, zu PPAs und Contracts for Differences? Gerne unten in die Kommentare schreiben. Und ansonsten, wie immer, like das Video und abonniert den Kanal und aktiviert auch die Glocke, damit ihr die nächsten Videos nicht verpasst. Und wie immer, bis zum nächsten Mal hier bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert.